Excel-Tabelle in Word einfügen. In Word lassen sich nicht nur normale Tabellen einfügen, nein, auch Excel-Tabellen können integriert werden. Und zwar so. Aktivieren Sie das Register Einfügen und klicken Sie auf Tabelle. Hier wählen Sie den Befehl Excel Kalkulationstabelle. Eine Excel-Tabelle wird eingefügt. Wenn sie aktiv ist, lässt sich daran arbeiten wie in Excel. Sie finden auch alle aus Excel bekannten Befehle vor. So lassen sich Zellinhalte auch genauso formatieren wie in Excel. Wenn Sie auf eine Stelle außerhalb der Tabelle klicken, wird Excel geschlossen und die Tabelle wird in Word eingebettet. Um die Tabelle und damit Excel erneut zu aktivieren, machen Sie einen Doppelklick in die Tabelle.